Ich saß auf dem Klo und ich dachte über alles Mögliche nach. Nur dann kam mir ein Gedanke, ob meine Kackwurst auch Wasser mag. Und da plumpste sie schnell und hält sich über Wasser. Ich spüle sie herunter und sie wurde nasser. Kann sie schwimmen? Scheiße, was hab ich getan? Oder war's für sie eine Fahrt wie auf einer Wildwasserbahn? Gute Reise, tapfere Brust, du wirst auf Wellen des Abflusses segeln und Abenteuer erleben. Im Land der tausend Düfte, da bist du nun zu Haus. Segelt nun mit anderen und sieht sehr glücklich aus. Und werde ich wieder am stillen Örtchen sitzen, denk ich an die Brust und lass die nächste auf.